Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Robert-Koch-Institut besorgt über Anstieg der Corona-Fallzahlen. Die Lage haben sich seit vergangener Woche verschlechtert, sagte Präsident Wieler. Die Zahlen könnten exponentiell ansteigen. Kontakte müssten eingeschränkt werden. Gemeldet wurden 23.679 neue Fälle binnen eines Tages. Das sind etwa 1.600 mehr als vor einer Woche. Diskussion über Corona-Maßnahmen. Schleswig-Holstein will seinen Kurs von Weihnachten an weiter verschärfen. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder sprach sich für einen so wörtlich kompletten Lockdown aus. Auch Kanzlerin Merkel hat sich bereits für Verschärfungen ausgesprochen. Cyberangriff auf Europäische Arzneimittelagentur EMA. Dabei sei unrechtmäßig auf Dokumente im Zusammenhang mit der Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer zugegriffen worden, hieß es von den betroffenen Unternehmen. Laut EMA hat die Attacke keinen Einfluss auf den Zeitplan für die Zulassung in Europa. Bundestagsdebatte über Etat des Innenministeriums. Fachpolitiker der Regierungsfraktionen verteidigten den 18-Milliarden-Haushalt. Geplant ist mehr Personal im Kampf gegen Extremismus. Die Opposition verwies darauf, dass schon jetzt viele Stellen unbesetzt seien. Minister Seehofer nahm nicht teil. Er befindet sich wegen eines möglichen Corona-Kontakts vorsorglich in Quarantäne. Kein Durchbruch bei Brexit-Gesprächen in Brüssel. Nach einem Treffen von Großbritanniens Premier Johnson und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hieß es gebe noch große Differenzen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit. Von der Leyen legt unterdessen Notfallgesetze für ein Scheitern der Gespräche vor. Das Wetter. Im Norden und Osten stellenweise geringer Schneefall oder Regen. Die Sonne scheint am ehesten zwischen Niederrhein und Schwarzwald sowie am Alpenrand. -1 bis +5 Grad.